Gehst du in die Oper? Bitte? Gehst du manchmal in die Oper? Ja, ich gehe manchmal in die Oper. In England oder hier? Oder überall? Vor allem in England. Hier war ich in letzter Zeit wenig in der Oper. Du wolltest in die Volksoper gehen? Die Frau, die jetzt kommt, verführt einen zum in die Oper gehen. Das, ja. Band hat sich eh aufgelöst, Gott sei Dank. Jetzt kommt eine Frau, die ähnlich wie du, lieber Thomas, auch mit Lebensfreude und ewig guten Geistern sozusagen an ihren Beruf herangeht. Begrüßen Sie bitte die neue Volksopernchefin Lotte de Beer. Lotte de Beer. Liebe Frau de Beer, was darf ich Ihnen zu trinken anbieten? Wasser gerne. Wasser? Ja. Ja, sehr gern. Lotte, du bist seit 2020 bist du Intendantin geworden. Nein, in 2020 wusste ich, dass ich in September 22 Intendantin bin. Genau, sie haben dich damals berufen quasi für jetzt. Ja. Du kanntest Wien, weil du schon als Kind, als Schülerin, glaube ich, in Wien warst, zusammen mit einer Klasse. Das stimmt, ja. Gut recherchiert. Richtig, wo ich informiert bin. Und stimmt es, dass ihr damals Lieder einstudiert habt, die ihr auf der Straße gegen Geld gesungen habt? Wien, Wien, nur du allein, Wiener Blut. Ah, wirklich? Und dann, als Holländerin, war da viel Geld im Hut? Ja, also wir haben deshalb immer in Lokale essen können und mussten nicht im Jugendhostel irgendwie Nudeln essen oder sowas. Und da wusstest du, wow, das ist eine geile Stadt, da kann man echt Geld machen. Genau, mit dieser. Aber warst du Opernsängerin selbst? Oder? Nein, wollte ich sehr gern. Mhm. Ich war 7, als meine Eltern mich für das erste Mal in die Oper genommen haben und ich wusste gleich, das ist, was ich will. Ich will Opernsängerin werden. Und ich habe auch wirklich sehr hart daran gearbeitet. Und dann, als ich so 17 war, habe ich erfahren, ich habe überhaupt kein Talent dafür. Überhaupt kein. Leider. Ja. Aber ich habe dann gelesen, dass, dass du dort immer auf der Bühne warst und gesungen hast mit anderen Kolleginnen zusammen und Kollegen. Und du hast immer denen geholfen. Und dann hat irgendwann der Lehrer gesagt, ganz ehrlich, du kannst nicht gut singen. Aber du kannst offensichtlich quasi gut Regie führen. Das stimmt. So hast du es gelernt. Ja, naja, das war nicht mal, das war auf der Schauspielschule, wo ich erfahren habe, dass ich zusätzlich auch kein Talent habe für Schauspielerin. Also bist du die talentloseste Volksoperndirektion ever. Those who can't do, teach. Also, ich glaube, das ist aber toll, das zuzugeben. Das heißt, du hast ein sehr, sehr große Selbstironie auch. Du weißt, was du nicht kannst. Das ist ja oft die Voraussetzung, um große Taten zu schaffen. Wer weiß. Aber es läuft ja gut, oder? An der Volksoper. Ja. Du bist eigentlich nur gefeiert. Die Kritiken sind hervorragend. Ja, I have to pinch myself. Ich kann es nicht glauben. Du schreibst auch, dass du oft sozusagen schweißgebadet aufwachst und dir denkst, das gibt's doch gar nicht, dass man mir diesen Job gegeben hat. Ich weiß nicht, wie ich ihn fulfillen kann. Yes. So wie ich auch als Regisseurin komme ich immer zur ersten Probe und denke dann, alle starren mich dann an und denken dann, dass ich das Antwort habe über, was sollen wir machen? Und ich habe keine Ahnung. Das kenne ich. Genau. Und irgendwie erst fängt man an mit Bluff und dann weiß man trotzdem irgendwie, was man sagen soll. Aber wenn man die verantwortlich hat für ein Staatstheater, ein Theater, das von Steuergeld bezahlt wird in Österreich, ein Land, was weiß ich davon? Also ich finde es noch immer, wenn man anfängt nachzudenken, ist das sehr sympathisches Understatement. Aber es klingt ein bisschen so, als wärst du in Amsterdam Taxifahrer. Das stimmt ja nicht. Du hast viele Preise gewonnen, du hast viele Auszeichnungen. Man lässt sich durch die Ausstrahlung dieser Frau sofort begeistern. Ja, klar. Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, ob man was kann, sondern was man ist. Nein, die Frage ist quasi, mit wie viel Energie du an die ganze mit Sache hoher Energie, das hast du ja wohl gemerkt. Ja. Und stimmt es, dass es keinen Besprechungsraum gab, aber ein sehr großes Chefinnenzimmer? Und du hast gesagt, bitte ziehen wir eine Wand ein, damit wir ein Zimmer haben. Und dein Büro ist jetzt winzig. 2 Quadratmeter. Ja, das stimmt. Wir haben ein Platzproblem. Die Volksoper ist so gewachsen und das Gebäude ist nicht mitgewachsen. Also in jede Ecke ist entweder ein Kostümständer oder sitzen Leute irgendwie zu tippen. Und ich dachte, ich muss das Vorbild geben, dass wir nur die Raum zur Verfügung haben, die wir haben. Und
ich sah mich auch nicht so an einem großen Büro sitzen und dann sagen, komm herein, bitte. Ich, das fühlt so sich so alleine. Ja, wahrscheinlich. Genau so. Dass man alleine ist und denkt, hallo. Und deshalb habe ich ein winziges Büro. Wir haben das rosa angemalt und ich teile das mit meiner wunderbaren Referentin. 2 Quadratmeter teilst du auch ja, noch. Ja, das ist ganz gemütlich. Die Leute lieben dich dort natürlich, das Ensemble wird dich lieben. Sie sitzt oder? Am Boden bei Sitzungen, wenn es keine Sesse gibt. Ja. Stell dir vor, Bogdan Rosic wird das niemals Nein, machen. Bogdan auch. Doch, glaube ich schon. Bogdan verlangt den Thron. Das ist kein Machtmensch, Bogdan Rosic. Bogdan bringt mir immer Kuchen, wenn Eben. Wir zusammen. Ja, wirklich. Der ist auch noch in deinem Zimmer. Das wäre jetzt der richtige Geschichte. Nein. Aber wie ist das? Du bist, ich meine, ja. Die Staatsoper ist natürlich da quasi das The Big Player. Mhm. Volksoper ist immer die kleine Schwester. Mhm. Bist du da im Konkurrenzkampf oder denkst du dir? Nein, ich finde es super, dass Sie der große Bruder sind und dass Sie all die Sachen machen, die wir dann nicht machen müssen. Sie holen die Weltstars, Sie machen die große Wagners, die große Verdis und wir dürfen alles machen, was das nicht ist und was richtig Spaß macht, um für das Volk zu machen. Also wir machen alles, was nicht große Oper ist. Operette, komische Oper, Mozart können wir ganz gut. Ja, aber gut. Du hast bei der, glaube ich, der ersten Produktion hast du Harald Schmidt ja? Engagiert. Genau. Und wir haben einen kleinen Ausschnitt hier, Harald Super. Schmidt als französischer König. Ja. War das eine Oper? In Du Barry. Das ist eine Operette. Eine Operette. Mit Annette Dasch und... Ja. Genau, ja. Da ist der König, der die Du Barry bei sich holt. Und bei uns war das Harald Schmidt. Wir haben einen kleinen Blöder. Ausschnitt. Ich kenne Armut, ich kenne Hunger, ich kenne Schmutz, ich kenne Erniedrigung. Und heute sitze ich hier bei... Ja, beim König von Frankreich. Ja, beim König von Frankreich. Ja. Und das muss man doch mal sagen, Ihr fantastisches Leben wird zurzeit in Frankreich verfilmt. Ja, ja. Von einer Frau... die auch gleichzeitig die Gräfin Du Barry selber spielt. Das ist doch fantastisch. Das ist fantastisch und so viel Eitelkeit muss erlaubt sein. Ich werde gespielt von Johnny Depp. Da darf man mal applaudieren, meine Damen und Herren. Wenn das kein Treffer ist, ja, oder? Hallo, Herr Schaffner. War das ein Prozess? Ja? Haben wir alle gern geguckt. Ja, ich muss sagen, selbst ich als absoluter Monarch habe da wieder richtig Bock gekriegt auf Rechtsstaat. Und... Kann ich verstehen. Ja, was man wirklich sagen muss, aber hallo. Die Frauen, die für ihn ausgesorgt haben. Für ihn. Für ihn. Kate Moss. Ja. Ja. Winona Ryder. Vanessa Paradis. Jolie Taxi mit Zahnlücke. Und das war das Überraschende, Alan Barkin. Und Alan Barkin hat doch kürzlich erst gesagt, vor dem Sex gab mir Johnny Drogen. Was darf ich Ihnen denn anbieten? Ja, hier Harald Schmidt in einer der ersten Produktionen der Volksoper unter der Leitung von Lotte de Beer. Das heißt, sehr super unkonventionelles Arbeiten. Die Bühne öffnen auch hinter die Kulissen schon Spaß, spielt eine große Rolle. Aber du musst natürlich auch das konservative Österreich in diese Bühne reinholen. Wie viel Spaß, wie viel Entstaubung vertragen die? Also, das war natürlich schon die Frage, die ich mich gestellt habe. Ich bin gefragt worden, um zu kommen, um neues Publikum zu gewinnen. Aber wenn das Publikum, das treue Publikum, das schon Jahrzehnte da ist, geht, dann kann ich eigentlich aufhören. Und deshalb denken wir bei alles, was kann man machen? Wir wissen, welche Geschichte wir erzählen wollen. Wir wissen, welche Neuigkeiten wir da reinbringen wollen. Aber zum Beispiel, wenn der Vorhang sich öffnet und man sieht so ein typisches graues deutsches Regietheater-Bühnenbild, dann hat man die Hälfte schon verloren. Ich frage die Teams, mach doch ein trojanisches Pferd, damit die Leute zuerst mal denken, das sieht eigentlich gemütlich aus, ich will mein Herz mal öffnen. Und dann kann man schauen, was man machen kann. Und anschließend an das, was du gesagt hast, ein Ausschnitt auch aus Orpheus in der Unterwelt, wird, glaube ich, gerade gespielt in der Volksoper. Ja. Und hier sieht man auch, was die Buntheit, was die Lockerheit und was sozusagen auch die Öffnung in der neuen Volksoper bedeutet. Thank you.
Wir hoffen, wir hoffen, wir auf den Weg, die Zeit mit Mutig sein und lang. Der nördliche Verkehrsstrategie zu sehen, am Punkt. Toll! Operation englische gelungen. Produktion, oder? Eine englische Regie, a British. A British, ja. Das ist die britische Physical Theatre Group Spy Monkey. Die sind eigentlich so moderne Clowns. Ja. Und sind anderthalb Jahre immer wieder eine Woche gekommen, um uns Workshops zu geben. Wie ist man witzig auf einer Bühne? Und ja, das war ein. Ah, die sollten zu uns mal kommen. Das frage ich mich auch schon lange, ja. Lotte, macht es dir Spaß? Total. Einstweilen die Arbeit? Ja. Ja, absolut. Also ich hatte ein bisschen Angst, dass ich dachte, vorher war ich freischaffende Regisseurin. Dann kommt man hin und man muss nur in 6 Wochen ein Stück auf die Bühne bringen. Und jetzt sitze ich so viele Sitzungen über Unions und Reglementen und Geld. Willkommen in Wien, ja. 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 Und ich dachte, das ist bestimmt ganz, ganz fad. Aber dann habe ich gemerkt, eigentlich, wenn man kämpft für bessere Umstände für Kunst, ja, ist es eigentlich etwas sehr Positives. Und ja, es macht mir riesig viel Spaß. Uns macht es Spaß, dass du hier bist. Vielen Dank für euren Besuch. Meine Lotte de Beer, Thomas Pritzinger.